Wenn du gegen einen Abwehrer nicht spielen kannst, dann kannst du eigentlich nichts machen. Plüderhausens Manager Gerrit Albrecht sagte das vor Beginn des Spiels Dingson gegen Grujic nicht ohne Grund. Denn wir wollen dem Jugoslawen nicht zu nahe treten, aber man muss es schon so sagen, er hatte von Anfang an große Probleme gegen den Chinesen, der ja nicht nur ein bemerkenswert guter Abwehrspieler ist, sondern auch jede Chance zum druckvollen Angriff nutzt. Und, das weiß man inzwischen auch, über extrem gefährliche Aufschläge verfügt. Hier ein Beispiel. Ganz, ganz selten einmal kam der Rückschlag von Grujic wirkungsvoll, kam er so, dass Dingson nicht sofort angreifen konnte. Und hier kommt dann auch noch ein bisschen Glück dazu. Kantenball von Grujic. Dingson, 28 Jahre alt, nicht mehr in der Weltrangliste vertreten, weil er ja keine internationalen Turniere mehr bestreitet. Aber in der Bundesliga immer natürlich noch Extraklasse. Schwere Aufgabe für Grujic, der schon in Plüderhausen beim Hinspiel beim 0:2 keine ernsthafte Chance hatte. Was zeichnet ihn aus, diesen 28-jährigen Chinesen Dingson? Er ist sehr schnell auf den Beinen. Er verfügt auf Vor- und Rückhand über einen sehr guten Topspin. Und er ist auch in der Lage, das Spiel natürlich ganz, ganz lange offen zu halten. Sprich, je länger der Ballwechsel wird, desto mehr Vorteile auf Seiten von Dingson. Mit ihm haben sie wirklich einen absoluten Punktegaranten eingekauft. Das kann man von Grujic natürlich nicht behaupten. Es war allerdings auch eine schwere Situation für ihn. Er begann ja an Position 2 in Plüderhausen, rutschte dann auf 3, weil Krijan in der Vorrunde so klasse gespielt hatte. Und jetzt ist er doch wieder im ersten Parkkreuz, weil eben die Chinesen Liu Gusheng und Tan Ruiwu nicht mehr für Plüderhausen spielen dürfen. In diesem ersten Satz, da stellte sich nicht die Frage, ob Dingson in Gefahr kommen würde. Es stellte sich nur die Frage, wie hoch würde er gewinnen. Die Frage ist in diesem Moment beantwortet, 21:13 für Dingson im ersten Satz gegen Slobodan Grujic. Hinein in den zweiten Satz, das Bild änderte sich so gut wie nicht. Erneut Dingson mit allen Vorteilen. Er hat wirklich manches probiert, Slobodan Bobo Grujic, so nennen sie ihn ja, in Plüderhausen. Aber im Zweifelsfalle der Punktgewinn immer für Dingson. Grujic, 26 Jahre alt, er kommt aus Novi Sad, spielte letzte Saison noch in Gönnern. Und dort lebt und trainiert er auch weiter, reist nur zu den Spielen an nach Plüderhausen. Noch einmal dieser Aufschlag. Ja, das ist wirklich schon ganz extrem, wie Dingson das Service anbringt. Kaum zu sehen, um nicht zu sagen gar nicht zu sehen für den Gegner. Mit welchem Schnitt der Ball kommt, ob überhaupt Schnitt in diesem Aufschlag ist. Eigentlich nicht regelgerecht, aber es ist fast schon allgemeinrecht beim Tischtennis, dass da eben nicht unterbrochen wird. Da sind auch natürlich die Schiedsrichter gefordert.
Das ist natürlich das Problem, wenn er denn mal rankommt an einen Aufschlag von Ding Song, dann setzt Grujic den Rückschlag zu hoch an. Überhaupt kein Problem für Ding Song, den Punkt zu machen. Charakteristisch für das Spiel. Grujic versucht es, probiert einiges, aber dann kommt Ding Song in den Vorteil und schließt hier ab mit der Rückhand. Die Bilanz von Ding Song natürlich eindrucksvoll. 26 zu 5 Siege. 20 seiner 26 Erfolge in der Bundesliga waren 2 zu 0 Siege. Allerdings, es gibt auch Spieler, die ihn schlagen können. Zweimal verlor Ding Song ja im Laufe dieser Saison gegen Wladimir Samsonow, den Weltranglisten-Ersten aus Düsseldorf. Und auch Timo Boll vom TTV-Gönnern konnte Ding Song zuletzt besiegen. Zweimal 21-17. Davon ist Grujic ganz weit weg. Im Gegenteil, 2 Punkte fehlen noch für Ding Song, dann hat er dieses Match gewonnen. Nach 21:13 im ersten, nun ein 21:11 im zweiten Durchgang. Keine 15 Minuten dauerte diese Begegnung. Es war Tischtennis im Schnelldurchgang und eine Lehrstunde für Bobo Grujic. Heute war ein schweres Spiel für mich, wirklich, ja. Ding Song ist ein Spieler, er hat die beste Bilanz, ja, in Bundesliga. Aber das sagt nicht so viel wie sein Aufschlag, ja. Ich konnte gar nicht sehen, wenn sein Aufschlag, ja, und ich hatte so viele Schwierigkeiten bei seinem Aufschlag. Ja. Woran liegt das? Ist der Aufschlag so gefährlich oder ist er so irregulär? Weiß ich nicht, ja, ob das irregulär ist, ja, das ist an die Grenze, kann ich sagen, ja. Aber er mag das einfach gut, ja. Ein Dauerbrenner, die Aufschlagdiskussion im Tischtennis. Die Niederlage von Grujic gegen Ding Song kam erwartet, aber ein bisschen überraschend war schon der klare Erfolg.